Hallo, mein Name ist Dennis von der www.keyboard-akademie.de. Neben mir steht der Rainer. Hallo. Und wir haben, beziehungsweise der Rainer hat eine Software erstellt. Und es gibt ja einmal von den MIDI-Piraten die Software, dann gibt es meine Weihnachtssoftware und jetzt gibt es noch deine, aber du hast noch einen draufgesetzt, beziehungsweise du hast Noten kreiert. Genau. Das heißt, erklär mal, was hast du genau gemacht? Ja, der Hintergrund ist der, dass wir bei all diesen hochwertigen Keyboards eine wunderbare Begleitautomatik haben. Und die Idee war eben, diesen AI-Fingert-Modus nochmal aufleben zu lassen und die Begleitung so interessant wie möglich zu gestalten. Das heißt, also man hat Registration, egal jetzt eigentlich welche Registration, du hast noch welche on top dazu gemacht, aber man kann diese Noten auch für alle anderen Weihnachtslieder, oder wenn ich jetzt keine Registration habe, aber hier ist quasi, das gibt es dabei. Genau, also Hauptsache ein Keyboard, das auch wirklich AI-Fingermodus besitzt. Also ja, okay. PSS-Klasse. Also eigentlich alles von Yamaha bis S-Klasse. Ja, die ganz kleinen, die haben auch so einen abgespeckten AI-Fingermodus. Das würde nicht alles funktionieren. Aber du würdest sagen, ein Must-Have für alle, die Weihnachtslieder spielen wollen mit AI-Fingern. Ja, so interessant wie möglich. Genau. Okay, und dann hast du aber noch was dazu gemacht. Ja. Das nämlich gibt es auch nochmal das Ganze als MIDI-File. Ja. Warum hast du das gemacht? Ja, einfach um sofort die Ergebnisse zu hören. Ne? Falls man erstmal nicht so ein bisschen Tuchfühlung braucht, um reinzukommen in das Thema mit AI-Fingert, um das sofort zu hören. Okay, wir haben es jetzt hier am Genos, am Genos. Genau. Aber es geht auch wieder für Tyros 5, Tyros 4, Tyros 3, Tyros 2, Tyros 1. Ja. Da freuen sich ganz viele, die ein Tyros 2 noch haben und sagen, Mensch, das finde ich klasse. Und was ich wirklich gut finde, die Noten. Und da haben wir auch eine neue Ablage. Passt. Genau. So, okay, jetzt gehen wir hier mal durch. Also es ist ja alles voll und da stehen jetzt verschiedene Variationen bzw. Lieder. 16 Stück. 16 Stück. Jetzt haben wir hier, morgen kommt der Weihnachtsmann. Willst du mal hören? Genau, was muss ich jetzt machen? Also ich habe jetzt die Software gekauft. Ne? Was muss ich jetzt als nächstes machen? Einfach Stick rein, wichtig, nicht über ein Yem, sondern einfach nur runterladen auf seinen Stick, hier rein, fertig. Genau. Für Genos ist alles fertig. Ja, nicht nur für Genos, für Tyros 5 und Tyros 2 und 1 auch. Ja, für Tyros zählt dann die Begleitautomatik. Ne? Das ist das ist wichtig zu wissen, dass man den Begleitautomatikmodus aktivieren kann. Sounds, Songs und so weiter sind tatsächlich erstmal für Genos. Ja. Okay. Genau. Also, wir haben jetzt, morgen kommt der Weihnachtsmann. Ja, genau. So. Bist du eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? Ach, total. Ja. Ich habe vermisst den Adventskranz hier. Ehrlich. Oh. Wir könnten ja den Bleistift hoch hinstellen, da steht es, ne? Okay, gut. Aber der Stick ist schon mal in grün. Ja, genau, leuchtet. Okay, also morgen kommt der Weihnachtsmann. Morgen kommt der Weihnachtsmann, was können wir tun? Registrierung aktivieren. Und dann habe ich so gestaltet, dass man die Noten nehmen kann. Muss mir immer mal hinlegen, wie ich das so wegspielen kann. So. Das Lied hat ja drei Strophen. Und die dritte Strophe habe ich als Notat ausgedruckt, beigelegt mit den Fingersymbolen, wo man alles genau einzeln sehen kann. Ne? Du hast ja also wie bei uns im Videokurs, gibt es ja auch einen Videokurs von Anfang an, AI, bla bla bla, hier auch wirklich die Mühe gemacht und jeden Akkord nicht als Note, sondern nochmal als Symbol. Das ist wie malen nach Zahlen. Ey, das ist ja wie ich. Aber naja. Ja, wir können aber schauen. Aber Weihnachten ist ja jedes Jahr, du profitierst ja vielleicht jedes Jahr davon. Wir gucken mal, ob es überhaupt klingt. Mal schauen. Ja. Also, Synchro-Start. Ja. Wir tun das mal so, als wenn wir jetzt die dritte Strophe hätten. So, machen wir das mal. So. Ein Knopfdruck, ist alles registriert schon. Genau. Und dann geht's los. Ne? Richtig. Und der Witz dabei ist, dass man genau hört, wie der Bass in Bewegung läuft. Nicht? Oder dass ich selber den durch die Akkorde, man sieht ja diese Slash-Akkorde, also sehr viel AI-Fingert-Technik auch berücksichtigt. Und das macht viel Spaß. Das ist gar nicht so schwer zu spielen. Gerade diese Slash-Akkorde sind ja immer nur zwei Töne, die man drücken muss. Ne? So F mit A im Bass. Genau, das steht da ja. Es ist ja mit Punkten belegt. Ja. Mehr einfacher geht es ja nicht. Was ist jetzt, wenn ich jetzt das Lied nicht kenne, bin aber auch nicht so mit diesen Noten vertraut? Ja. Da kann man sich das irgendwie noch anhören vorher? Genau. Oder so? Dann das gleiche gibt es ja nochmal als MIDI-File. Dann muss das weg.
Dann muss es weg, damit wir im Display schauen können. Genau, genau, richtig. Dann muss es weg. Dann gehen wir mal in den Song-Bereich, Song drücken. Und gut, das haben wir da schon ausgewählt hier, nicht? Aber wenn man hier sonst noch nichts ausgewählt hat, gehen wir hier auf den USB-Stick. Mhm. Und da haben wir dann die Weihnachten. Das war jetzt Audio, genau. Also Audio geht auch, hast du gesagt. Ne? Genau. Das heißt, wenn man jetzt den Genos-Sound haben möchte. Machen wir das mal, okay? Ja, man möchte den Genos-Sound haben. Ja. Ich habe aber nur einen Tyros 5. Ja. Oder einen Kassettenrekorder, ich beinahe gesagt, oder einen Computer. Genau. Dann kann ich mir das damit anhören. Richtig, machen wir das mal. Jetzt mit Intro, beziehungsweise, jetzt kommen ja quasi alle drei Strophen hintereinander weg. Ja. Okay, aber jetzt kann ich mir, es geht darum, das anzuhören, wie du das mit AI fingert. Und das ist auch wirklich die AI-Fingert-Geschichte dann. Man kann das 1:1 nachspielen. Also das, was man hier hört, kann man tatsächlich auch so nachspielen. Das ist das Intro. Und so weiter. Und wenn wir bei der dritten Strophe angekommen sind, dann haben wir genau diese Note. Muss ich jetzt aber, okay, aber wenn ich jetzt das als MIDI-File, gibt es das auch? Als MIDI-File gibt es das auch. Ja. Das waren wir gerade, nicht? Auf dem Songplayer B. Da haben wir schon mal geladen hier. Mhm. Und dann läuft hier. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Morgen kommt der Weihnachtsmann aus dem richtigen Ordner. Ich habe hier nochmal sicherheitshalber eine Songposition abgespeichert, dass die dritte Strophe auch sofort greifbar ist. Und jetzt haben wir dann eben das Ergebnis, was dann hier. Was wir. Weil du sagtest, die dritte Strophe ist immer. Das Notat. Das Notat? Ja, das Notat, genau. Das Notat. Ja, genau. Auch da, an das hast du gedacht. Okay, gehen wir mal weiter, wir wollen ja schön was hören. Ja, genau. Leise rieselt der Schnee. Eine schöne Ballade, genau. Okay, dann muss man jetzt hier, nee, es ist ja Song. Jetzt gehen wir auf Registrierung. Mhm. Leise rieselt der Schnee. Da, zack, eben aktivieren. So, und dann müsste es losgehen. Zack. Ja, gucken wir mal. In F übrigens. F-Dur. Mhm. Genau, ich habe also maximal ein Vorzeichen. Mhm. Also entweder F-Dur mit einem B. G-Dur, ein Kreuz oder C-Dur. Ja, machbar. Aber die anderen Strophen funktionieren wieder ein bisschen anders. Die Strophe 1, 2, 3. Das ist wieder Beispiel dritte Strophe. Ja. Und, das hast du hier dann auch immer hingeschrieben, ne? Spielpunkt auf G2, AI-Fingert-Modus aktiviert. Ja, das habe ich hier nochmal mit aufgeführt, nicht? Spielpunkt aber auf G2 gilt allerdings auch nur, beim Genos haben wir ja den Luxus 76 Tasten. Da können wir natürlich das G auch eine Oktav tiefer spielen. Mhm. Aber ja, Tyros 61 Tasten, klar, da müssen wir sehen, dass wir den Splitpunkt hier bei G haben, dann würden wir das G mitnehmen. Okay, aber nochmal, wenn jetzt einer sagt, Mensch, ich habe mir schon Easy Christmas oder das Weihnachten mit James Lars gekauft, ja, dann ist es ja quasi Pflicht, das auch zu haben, damit ich diese tollen AI-Filmnet-Geschichten damit auch mal üben kann. Mal was anderes, ne? Mal was anderes, genau. Ja, das begeistert. Ja, wollen wir noch einen? Ich habe gerade Lust. Ja, leise. Da gibt's natürlich dann auch MIDI-File. Audio-File wieder, genau. Das heißt, ich könnte ja zur Not, zu Weihnachten einfach, währenddessen ich die Geschenke auspacke, deine Audio-File spielen lassen. Ja, wenn du, also das würde mich ja besonders, du mich an, wenn du das machst. Das mache ich, schick dir ein Video. Gut. Comet ihr Hirten ist dabei übrigens, ich gehe mal ein bisschen weiter. Ja. Oh Gott. Ja, Jingle Bells. Ja. Jingle Bells, kannst du das so spielen oder musst du das vorher nochmal üben? Wir versuchen mal. Weil das, weiß ich, kann man das so sehen, das ist wirklich mal, warte, so, vom Allerfeinsten. Jingle Bells. Ja. Das ist so. Weihnachtslieder sind oft in F, ne? Hat das einen Grund? Der Chorleiter? Nee, das hat ja auch was dazu. Ich habe auch darauf geachtet, dass man maximal, wenn man mitsingen will, ist ja auch interessant, maximal ein D treffen muss. Einzige Ausnahme ist, glaube ich, Stille Nacht. Da geht es mal bis in C-Dur gespielt, bis zum F hoch. Standard wäre es eigentlich, dann müsste man. Da kann man natürlich mal ein bisschen runter transponieren und fertig. Okay, das sieht ja jetzt auch schon ein bisschen, das kann man auch mal langsam üben mit Synchro-Stopp vielleicht, ne, dass man das langsam erarbeitet. Aber das finde ich sehr interessant. Oder mit einem Freestyle. Ne? Ah, aber wir können ja erstmal so, wie es gedacht ist. Jingle Bells. Jingle Bells, gucken, wo ist. Da oben. Hast du schon gesehen? Achso, ist schon aktiviert, okay. Hast deine Brille vergessen. Ja, genau, der Zettel war drüber. So.
aber wirklich, das sind da tolle Akkorde. Aber sind nicht so schwer zu greifen. Nee. Also, ja. Man muss halt ja, gut ein bisschen lesen, nicht? Aber wie gesagt, also, wir malen nach Zahlen. Und so ein kleiner Tipp, eben, wenn man das erstmal üben will, das sind halt diese schönen Rhythmen, die wir da haben im Style-Bereich, diese Freestyle-Rhythmen. Freeplay-Style. Ne? Freeplay-Style. Easy Listening gibt es ja, glaube ich, welche. Ne, im Ballroom-Bereich. Oder ne, Movie. Movie and Show, da, genau. Da, die Romantik-Movie zum Beispiel. Genau. Und wenn man das dann üben will, nimmt man so einen Style. Steht auch immer Freeplay drüber. Mhm. So, jetzt können wir das mal langsam machen. Machen wir A. Genau. Den du jetzt greifst, hier im Schützen. Ja, genau, Überleitung zum G-Moll. Jetzt G-Moll mit F im Bass. Und so weiter, ne? Oh, das ist ja toll. Hast du das alles irgendwie selber erarbeitet oder gibt es das schon irgendwo? Nee, ne? Nee, das gibt's nicht. Das hast du quasi erfunden. Das habe ich rein improvisiert und dann die Noten aufgeschrieben. So, das ist einfacher. Oh, hast du ja richtig Mühe gemacht, ne? Ja, aber macht Spaß. Das ist, immer weiter. Was haben wir denn noch? Vom Himmel hoch. Das ist so deine Nummer, ne? Ja, das ist so, genau, das ist ja ein wunderbares Ding, um mal zu zeigen. Wir nehmen mal sofort die Registrierung dazu. Du spielst ja auch, glaube ich, Weihnachten und so immer in Kirchen, ne? Ja, das auch. Also, nicht nur Weihnachten. Ja, eigentlich immer. Aber wie ist das? Bist du dann dreimal am Tag in der Kirche und musst. Nein, einmal vielleicht. Also einmal am Tag? Nein, einmal am Wochenende. Ja, nee, aber jetzt zu Weihnachten, weil du hast ja ersten Weihnachtstag, zweiten Tag, dritten Weihnachtstag. Dann sind schon mal dreimal. Und was ist so also dein Lieblingslied, was du am liebsten spielst? Das ist zum Beispiel ein schönes. Ne? Vom Himmel hoch. Ja, weil das harmonisch immer ganz interessant ist. Oder kann man interessant gestalten. Ne? Mal hören? Le bitte. Dann ja, okay. Darf ich mal. Ja, jetzt machst du jetzt mal. Und hier vom Himmel hoch. Da ist er. Und dann? V, das letzte, genau. Wieder im Freeplay-Style. Okay. Ohne Rhythmus. Und jetzt. In C. In C. Meine Lieblingstonart. Genau. Du hast einen Chor, ne? Ja, reingemacht. Da ist auf jeden Fall einer dabei, genau. Schön. Das ist so ein kleiner Tipp, wenn man sowas spielt. Wenn einem auffällt, dass die erste Note einem ständig flöten geht, dann sollte man mal darauf achten, dass man die linke Hand etwas eher anschlägt als die rechte. Dann ist der Akkord auch sofort da. Umgekehrt. Ah, okay. Wenn ich jetzt rechts erst anschlage, dann habe ich nur die einstimmige Chorgeschichte mit einer einstimmigen Orgel. Weil der Akkord fehlt noch. Ja. Ja. Ein kleiner Praxistipp zwischendurch. Ja, genau. Immer so ein bisschen eher die linke Hand anschlagen. Mhm. Und dann ist er da. Darf ich kurz eine Frage stellen? Sonst wir müssen ja auch schneller machen. Aber ja. Was ist es denn das hier? Da ist so ein. Eine Formate, genau. Achso, das sieht aus wie ein Smiley umgedreht. Ja, aber man hätte es jetzt durchzählen können, dann hätte man auch schreiben können, eine längere Note ausnotiert. Aber das ist im Prinzip ein Zeichen, um anzuzeigen, die Note wird etwas länger gehalten. Okay. Fast beliebig lang, aber man hat es gerade gehört. Ne? Aber wir arbeiten ja schon an unserer Musiktheorie in der Praxis. Ja, okay. Klingelöckchen, Klingeling ist dabei. Ich gehe mal so ein bisschen durch. Ja. Stille Nacht, heilige Nacht. Sehr schön, ja. Ja? Ja. Willst du kurz? Soll ich mal? Ja, komm. Wir nehmen uns einfach die Zeit, weil es ist ja auch wichtig, dass ihr auch oder dass du auch weißt, was du hier erwirbst sozusagen. Warte mal, das ist jetzt Stille Nacht. Stillen. Da. Richtig. Fertig, zock. So. Maestro. C-Moll. Intro? Richtig? Nicht mehr. Oder ist das C-Major? Was haben wir denn da? Was erwartet mich? Slow Waltz. Okay, genau. Das ist jetzt C. Major 7. Major 7, nicht Moll, weil Moll ist immer klein. Wird klein geschrieben. Richtig, ganz genau. Also dieser hier. Das ist auch wieder als zweiter Akkord schon wieder hier A-Moll mit C und Bass. Ja. Und klingt dann so ganz natürlich.
schon mit der Gitarre. Ein kleiner Wechsel, aber ganz effektiv. So, mal. Also so. Holly kriegt das um so hin. Meistens mal ein bisschen Zeit, um das mal so ein bisschen reinzufingern. Aber wie gesagt, wir malen nach Zahlen. Nochmal wichtig zu wissen, wenn jetzt einer sagt, er hat 970, einen 770 oder er hat einen Tyros 1, Tyros 2, auch er kann genau das hier nutzen. Ganz diese genau. Diese Noten, diese Hilfestellung. Ganz genau. Ja. Okay. Egal, ob er Registrationen hat oder nicht, kann er sich auch selber zusammenbauen. Oder richtig. Er kauft sich halt unsere Registration, die wir noch im... Ja. Guckt da mal nach bei... in unserem Job haben wir auch schöne Weihnachtsregistrationen. Genau. Aber das geht auch für, also Genos Tyros 5, alles klar, alles dabei. Und nochmal als Audio. Finde ich ja klasse. Als Audio, dann passt es überall. Ne? Dann passt es überall. Kannst du ein MP3 reinladen. Ja. Und dann läuft die Sache überall. Genau. Und wer sagt, Mensch, interessiert mich generell das Thema, kann ich auch nochmal gucken. In den Videos haben wir auch nochmal das AI als Videokurs genommen. Genau. Weil ich glaube, das muss man einfach mal sagen, weil das macht so viel mehr Spaß. Oh, Tannenbaum ist ja ein Lied, was ich überhaupt nicht mag. Ja. Oh, Tannenbaum. Ja, wieso? Das ist doch ein schönes Aber Ding. Es ist dabei. Ja, natürlich. Stille Nacht ist dabei. Fröhliche Weihnacht überall ist dabei. Ja. Alle Jahre wieder. Das ist zum Beispiel mal ganz einfach. Wollen wir das mal nehmen? Ja, ist das einfach? Ja. Ja, also es ist C, dann ist es für mich einfach. Ja, okay, gut. Dann gucken wir mal. Alle Jahre wieder müsste bei A sein. Genau. So, Maestro. Ja, mal sehen. Was haben wir da? Das ist, glaube ich, beim Freestyle. Also, da kann man auch wieder schön langsam rangehen. Ne? Also ich schaffe wieder links ein bisschen eher an als rechts. Jetzt geht's links runter, ne, mit so einem Lauf. Es gibt ein schnelleres harmonisches Tempo. G im Bass. Da habe ich gerade ein bisschen was anderes gemacht. Ne? Nee, ja. Die war doch richtig. Ja, aber auch experimentieren, ein bisschen flexibel sein ist auch gut. Aber die Stelle fand ich natürlich sehr gut. Wie gesagt, wieder immer dritte Strophe. Grundsätzlich die letzte Strophe. Was war das nochmal? Ah, komm her, zeig ich dir. Adeste Fidelis. Wir können ja auch mal ein MIDI fallen laufen lassen. Oder? Ja, kannst du auch. Adeste Fidelis. So. Oh, okay. Dann gucken wir mal. Jetzt brauchst du einfach nur auf Play drücken. Genau. Und zwar auf dem Player B habe ich den. So. Ja. Also. Das ist das Intro. Klingt wie in der Kirche. Ja, und jetzt kommt. Jetzt sehen wir nicht das. Jetzt kommt die erste Strophe, die ein bisschen anders ist. Was? Hast du den gespielt? Ja, mit. Das ist ja wieder Streber. Ein Freestyle. Das klingt genauso, ne? Ja, Hammer. Er kennt's. Alter Midi-Fein-Messdiener. Alter Messdiener. Ja. Jetzt käme die zweite. Ja, ja. Und die dritte. Und die dritte wäre wieder relevant für die Noten. Aber ganz ehrlich, ich glaube wirklich, das ist jetzt ein MIDI-File, aber es gibt es auch als Audio mit diesen Sounds. Ja. Klingt doch, das mache ich Weihnachten wirklich. Ich packe mir das unter den Tannenbaum. Das ist AI-Finger, ne? Muss man dafür jetzt unfassbar Profi sein? Oder sagst du, Mensch, das ist auch mal ein Ansporn für Leute, die überhaupt nicht. Ja, also ich finde es immer sehr mühselig, wenn man tatsächlich beigehen muss und. Man sieht solche Akkorde, D, Slash, Fis im Bass, dann geht es los mit der Akkordtabelle. Aber hier steht alles dabei. Man kann so direkt abspielen. Also hier Fis, D im Bass
dann habe ich den Akkord, nicht? Dann, ja. Dann ist es genau das. Also das heißt, ich muss gar keine Noten können, sondern wenn ich die Melodie so ein bisschen spielen kann, dann kann ich mir anhand dieser Punkte sozusagen... Ja, genau, richtig. Das gibt so eine Tabelle, gibt es ja nirgends. Ne? Und wenn man es erst langsam macht, ist ja auch in Ordnung. Morgen, Kinder, wird was geben. Jetzt habe ich noch drei und du darfst dir noch einen aussuchen. Ja, einmal, okay. Oh, du Fröhliche, es ist ein Ros entsprungen oder Hark. Hark. The Herald Angels Sing. The Herald Angels Sing. Das kennst du auch. Oh, das möchte ich hören. Ja, okay. Ja. Das habe ich letztens noch bei Kevin allein zu Hause, glaube ich, gehört. Das kann sein, richtig. Kann das sein? Ich glaube, da kommt das vor, ja. Ja. So, also muss ich hier wieder H. Und vorher kannte ich das Lied gar nicht. In dem Film habe ich es kennengelernt, ohne Scheiß. Oh, darf ich gar nicht sagen. Ich hoffe, dass es da drin ist, sonst haben wir ein Problem. So, wie hast du das jetzt genannt? Jetzt muss die ich Harke. Gucken. Hark mit Ausrufezeichen, da. Okay, zack. Ja, und das ist auch wieder F, ne? Ich glaube, das ist wieder ein Freestyle, wenn ich es richtig habe. Genau, Oxford ist es. Ganz sympathisch, dass auch du dich mal. Ja, ich würde jetzt eigentlich gar nicht so genau hingucken. Ich versuche nur gerade tatsächlich auch genau die Griffschemen zu spielen, aber muss man ja gar nicht. Wichtig ist ja, dass man den Akkord spielt. Ne? Okay, und jetzt als Tipp: Ich habe das Lied zum ersten Mal, dann würdest du sagen Synchro-Stopp oder auch einfach nur ganz langsam spielen. Ja, ich habe ja hier überhaupt keinen Rhythmus hier vorgegeben. Los, kannst du anmachen? So, ja. Okay. Normales D-Moll. Mhm. Ich habe der Konsequenz halber tatsächlich auch ausgeschriebene Akkorde hingeschrieben. Also sprich drei Töne für einen Standardakkord. Den D-Moll kann ich natürlich bei AI-Fingert auch noch abkürzen, indem ich nur Grundton und Terz spiele. Nicht? Also, aber das habe ich tatsächlich jetzt nicht gemacht, weil viele einfach das gewohnt sind, auch normale dreistimmige Akkorde zu spielen. Mhm. Deswegen habe ich das insoweit nicht berücksichtigt. Nicht? Aber geht auch noch. Man kann es noch ich finde, wir machen jetzt als Schluss nochmal ein schönes Lied, was du uns spielst. Und dann und damit sagen wir dann Tschüss, vielen Dank. Okay, gerne doch. Dass du mal wieder gezaubert hast. Ich werde mir das auch reinziehen, weil das sind ja wirklich... Fröhliche Weihnacht haben wir doch gar nicht gehabt, oder? Fröhliche Weihnacht überall. Ja, komm. Okay. Fröhliche Weihnacht. Fröhliche Weihnacht. Das ist jetzt überall. Das Midi-Fall. Wir können uns ja auch jetzt das Midi-Fall anhören. Nein, wir wollen dich spielen sehen. Ah, okay, mal. Gut. Entschuldigung mal. Dann machen wir das so. So. Fröhliche Weihnachten. Dann warst du schon über das Ziel hinausgeschossen. Da, zack. Ja. Zack. So, also nochmal, wer Lust hat und möchte die ganzen Noten plus die ganzen Akkorde, was ich viel wichtiger finde, die ganzen Akkorde. Mhm. Ja, ich auch. Möchte ich das auch gerne haben. Wir wünschen einfach allen viel Spaß. Genau. Und das gibt es dann als PDF, alles dabei, alles richtig auf dem Stick und so weiter und so fort. Übrigens, ich habe das hier auf dem Laserdrucker ausgedruckt. Mhm. Das ist jetzt grau. In echt ist es leicht. Auch noch farblich. Keyboard Akademie Türkis. Oh, sehr schön. Ah, ja. Du hast an alles gedacht. So. Haben wir richtig klar? Genau. So, wir sagen Tschüss. Schöne Tschüss. Weihnachten. Ich gebe mein Bestes jetzt. Achtung. Oh.